Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft hier. Wir sind schon in Folge 7 und ich baue heute die Kuhfarm. Wir hatten ja hier schon eine Hühnerfarm gebaut. Tada, hier unten die Maschine drin. Ist nicht so wichtig. Da vorne habe ich angefangen, ein bisschen Rüstung zu sammeln. In dem Livestream hatten wir jetzt ja eine Villager-Farm gebaut. Warte, wir gehen von oben ran, das sieht man uns besser. Ich bin momentan ein bisschen offscreen dabei, das schöner zu machen, einen Glasboden reinzuziehen oder eine Glasdecke, damit man das Ganze von oben sieht. Wir hatten anfangs 2, jetzt haben wir schon 7, 2, 4, 6, 7. Und da bin ich mal wieder runtergefallen. Das passiert mir leider regelmäßig, weil ich nicht merke, dass da kein Boden ist. Aber ich hatte jetzt mal kurz vor, das hier abzufarmen mit ja, unser Farm-Villager sich mal Mühe macht und das wieder alles nachpflanzt. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Kann das sein? Ich bin, wie gesagt, heute mal alleine. Auf dem Server sind zwar noch Fabriel und Dennis. Aber die machen heute ihr eigenes Ding. So, sorry, ich musste mir kurz die Nase putzen. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Deswegen habe ich mich. Habe ich kurz mal einen Cut reingesetzt. Weil, wenn alles gut läuft, müsste der Villager jetzt genügend im Inventar schon haben, so dass er ja das Feld neu bepflanzen kann. Und ich habe neues Essen. Alter, habe ich viel neues Essen. Wir lassen den jetzt einfach mal machen und ich baue so lange in einem kleinen Raum weiter. Falls ihr euch wundert, ich habe Grasblöcke, da ich vorhin einen Schaufel verzaubert habe und da Behutsamkeit drauf bekommen habe. So, ich werde jetzt hier eigentlich einfach nur so einen kleinen Raum ausheben, dann vielleicht einfach so den Boden mit Erde auskleiden und dann den Zaun davor setzen und dann irgendwann Kühe reinsetzen. Und während ich den Raum aushöhle, gibt es eine schöne Timelapse und ein bisschen Musik. Also bis gleich!
So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. Und aufgrund eines kleinen Fehlers ist leider das Ende weggekommen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst eine positive Bewertung da. Auf Wiedersehen. Tschüss.